Der GRK verliert den Auftakt 0:1. Ein Spiel, das wir über weite Strecken, würde ich sagen, dominiert haben. Wie zufrieden oder unzufrieden bist du mit dem Abend, abgesehen vom Ergebnis? Ich glaube, dass von der Bewegung her von der Bereitschaft in Ordnung war. Kurz vor dem Gegentor haben wir die Chance auf 1-0 mit dem Peter und Zubak. Ja, und wenn du die Tore dann oder das Tor dann machst, dann schaut es auch anders aus. Dann musst du ein bisschen öffnen. Kurz vor dem Gegentor haben wir eine Kontersituation. Wir verlieren den Ball, verlieren dann ein bisschen die Ordnung. Ja, und es ist dann irgendwo noch bezeichnend, wenn der Ball noch halt über den Daumen noch drüber fliegt, ja, und landet im Tor. Wir haben gewusst, dass es wieder ein schweres Spiel. Dornbirn macht die Räume sehr, sehr eng. Wir haben versucht, mit Bewegungen zwischen den Ketten uns Räume zu öffnen. Kann der Spieler da jetzt auch nicht, wo ich sage, sie haben jetzt per se jetzt nichts falsch gemacht. Also die letzten Bälle, was noch nicht so gut waren. Ja, aber wir müssen wieder aufstehen. Wir haben nächste Woche am Freitag wieder ein Spiel. Ist natürlich für jeden Einzelnen jetzt von uns eine Enttäuschung. Ja, ich glaube für die Leute natürlich auch. Und es hilft aber nichts. Ja. Wir müssen den Kopf wieder nach oben kriegen und nächsten Freitag in Wien wieder einen neuen Versuch starten. Es klingt so leicht, es ist wahrscheinlich eher schwer, den Ball ins Tor zu bringen. Wie fokussiert man eine Mannschaft darauf? Wie bringt man eine Mannschaft dazu, Tore zu erzielen? Ganz einfach, wir trainieren dafür, ja, auch was für die Laufwege betrifft. Ja, wenn der Tormann dann noch einen Fuß hinhaltet, so wie es bei unserer Chance war, ja, dann ist das auch noch halt vom Tormann nicht so schlecht, beziehungsweise von uns schlecht gemacht. Aber nichtsdestotrotz, es hilft nicht. Ja, es geht weiter. Es sind 29 Spiele. Weißt du, es will keiner mehr hören. Ja, die Durchhalteparolen, mir geht es auch schon am Sender, muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern wir müssen einfach das Erfolgserlebnis einmal erzwingen. Ja, und nächsten Freitag haben wir die nächste Chance. Alles Gute dafür. Vielen Dank. Der Auftakt in die zweite Liga war nicht ganz nach Wunsch. Eine 0:1 Niederlage, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, dass wir richtig gut eingestartet sind, wie wir es uns vorgenommen haben. Wir haben alles reingeworfen, haben wir bis zum 16er zumindest ganz gut gespielt, auch die eine oder andere Halbchance. Zweite Halbzeit dasselbe eigentlich. Ja, es ist halt bitter. Wir haben extrem viel Ballbesitz gehabt. Sicher vielleicht jetzt nicht die hundertprozentigen und dann aus dem Nichts ein Gegentor gekriegt. Und ja, und dann merken wir, dass wir vielleicht noch nicht so gefestigt sind, dass wir dann einfach so weiterspielen und noch vorspielen, als wäre nichts passiert. Ja, das müssen wir uns halt angreifen. Solange wir in Führung gehen, wird jedes Spiel schwer. Und ja, das ist halt, so wie es gelaufen ist, extrem bitter. Wie legt man diesen Schalter um? Wie schafft man es, eben eine Feldüberlegenheit in einen Torfolg, in eine Führung umzuwandeln? Ja, im Ball reinschießen einfach einmal, erzwingen. Eine bessere Erklärung habe ich da jetzt nicht. Wir müssen einfach weitermachen. Ja, wir reden jetzt eh schon lange, aber trotzdem würde ich dazu sagen, es ist jetzt eine neue Saison. Ich würde jetzt da auch nichts schön reden, aber auch nicht alles schlecht reden, schon für die neue Saison. Wir müssen jetzt einfach weitermachen. Es ist jetzt die zweite Runde. Ich glaube, spielerisch war es nicht so schlecht, auch wenn es natürlich nur Luft nach oben gibt. Aber lieber mal Scheiße spielen und den Ball reindrücken und dann einmal einen schmutzigen Sieg einfahren, der bringt auch Selbstvertrauen. Aber wichtig ist halt, das Tor machen einmal. Ihr habt vor dem Spiel, nach dem Aufwärmen, seid ihr rübergelaufen zur Kurve, habt ihnen applaudiert. Warum diese Geste? Weil wir, glaube ich, schon einige Zeit alles viel schuldig geblieben sind. Und wir haben uns auch zusammengesetzt mit den Kurven und was die Kurven macht, ist unglaublich. Auch heute wieder und eigentlich immer. Und ja, wir wollten sagen, dass wir da zusammenstehen. Und es ist auch von ihr eine unglaubliche Geste im Gespräch kommen, dass das jetzt nicht um Siege geht, dass das nicht auch ein Endspiel ist, sondern dass sie Leidenschaft von uns wollen. Und ich glaube, das ist auch selbstverständlich, dass wir das reinhaben müssen. Natürlich wollten wir ihnen heute einen Sieg schenken. Es ist umso bitterer, weil sie sich den schon lange verdient hätten. Und ja, solche Fans, vor allem die Kurve, kann man sich noch wünschen. Alles Gute für die kommenden Spiele. Dankeschön.